Eine Wohnung in München. Leergeräumt. Peter Anders ist Tatortreiniger. Wenn Leichen länger gelegen haben, wird er gerufen. Denn der Tod hinterlässt hässliche Spuren. Die Mieterin ist verstorben, lag mehrere Wochen tot in ihrer Wohnung. Das Hauptproblem war, dass wir einen starken Schädlingsbefall hatten und eine starke Geruchsbelästigung. Das heißt, von uns wurde die Wohnung ausgeräumt, die Bodenbelege entfernt und die Räume alle desinfiziert und mehrfach gegen Geruch bekämpft. Die ältere Frau ist eines natürlichen Todes gestorben. Tatortreiniger Peter Anders ist bereits zum dritten Mal in der Wohnung. Zunächst gilt es, die Insekten zu bekämpfen. Wenn Sie langliegende Leichen haben, treten verschiedene Schädlinge auf, von der Fliege, Maden, dann Speckkäfer. Das Ungeziefer ist beseitigt, die Räume sind desinfiziert, auch das Bad, wo die Leiche lag. Und der Geruch muss nun beseitigt werden. Hier haben wir dann die Fliesendecke erst einmal entfernt und wo wir dann auf den Estrich geschaut haben, haben wir festgestellt, dass in dem rechten Bereich der Estrich komplett mit Leichenflüssigkeit kontaminiert war. Deshalb muss auch der Estrich entfernt werden. Die Spuren des Todes zu beseitigen, damit verdient er sein Geld. Das Einzige, was mir, wenn ich mal Zeit habe zum Nachdenken, durch den Kopf gehe, ist, hoffentlich sterbe ich nicht mal so, dass ich eine langliegende Leiche bin. Also wenn ich mal sterbe, dann möchte ich so sterben, dass man mich relativ zügig nach meinem Tod findet, dass ich nicht auch so lang tot in einem Raum rumliege. Tatortreiniger. Ein Job, bei dem er die Wohnungen von Verstorbenen oft nicht nur desinfizieren und säubern, sondern komplett räumen muss, wie hier im Auftrag der Hausverwaltung. Die Kosten in diesem Fall rund 4.000 Euro. Die Hinterlassenschaften langliegender Leichen. Kein schöner Anblick. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass wir in wenigen Stunden ein Leben auslöschen. Sprich, alles das, was für den Verstorbenen irgendwann mal ganz wichtig war, nehmen wir eigentlich in die Hand, schmeißen in Abfalltüten und später in einen Container und entsorgen es, ohne dass wir es entsprechend würdigen, weil wir natürlich nicht den Bezug haben. Der war gestern noch da und wenn wir weggehen, ist alles weg, was für ihn ganz wichtig war. So wie auch in dieser Wohnung. In wenigen Wochen wird hier ein neuer Mieter einziehen. Peter Anders ist, wie die meisten Tatortreiniger, ein Quereinsteiger. Er ist ausgebildeter Feuerwehrmann und Rettungsassistent. Und da ist mir bei all den Einsätzen klar geworden, dass Angehörige eine professionelle Unterstützung bei der Reinigung von Wohnungen braucht, in der ein Suizid, ein Tatort oder aber auch eine langliegende Leiche vorgefunden worden ist. Aus dieser Erkenntnis heraus entstand seine Geschäftsidee. Anfangs arbeitete Anders nebenberuflich als Tatortreiniger, heute hauptberuflich mit 4 Mitarbeitern. Das Spektrum der Einsätze ist groß. Bilder eines Tatorts. Hier hat ein Familienvater seinen Sohn erschossen. Anschließend versuchte er, auch seine Ehefrau zu töten, erschoss sich dann selbst. Die Frau hat schwer verletzt überlebt. In der Wohnung ein Blutbad. Die Spurenbeseitigung, wie hier in allen Fällen, die Aufgabe von Peter Anders und seinem Team. Die haben einen Verstorbenen in der Familie, der länger gelegen ist, tot. Und die anderen 30% sind Unfallortopfer oder von Straftaten bis zum Suizid. Einer, der die Dienste der Tatortreiniger in Anspruch genommen hat, ist Thomas Wittke. Während er und seine Mutter länger im Urlaub waren, starb sein alleinlebender Onkel. Die Leiche lag mehrere Wochen unbemerkt in der Wohnung. Die Nachbarn bemerkten den Geruch, informierten dann die Polizei. Ich bin gerade aus dem Urlaub wiedergekommen, war ein paar Stunden in München, kam der Anruf von der Polizei. Meine Mutter und ich sind dann eben zu der Wohnung gefahren, haben uns die angesehen und hatten aber von der Polizei im Vorfeld schon gesagt bekommen, dass der Anblick wohl nicht der schönste ist und dass wohl von der Liegezeit von dem Toten so von ungefähr 3 bis 4 Wochen auszugehen ist. Für Trauma-Experten ist klar, eine Situation, die für Angehörige sehr belastend sein kann. Ein Reinigungsunternehmen zu beauftragen, kann deshalb auch aus psychologischer Sicht hilfreich sein. Das hat etwas mit Selbstschutz zu tun. Für manche ist es ganz wichtig, dass sie sich selber schützen vor zu heftigen, zu überflutenden Bildern und von daher jemanden beauftragen, die Reste von jemandem
wirklich zu beseitigen. Thomas Wittke beauftragte die Reinigungsprofis. Die Kosten 6.000 Euro. Dafür aber sah die Wohnung nach kurzer Zeit wieder so aus, als wäre nichts geschehen. Es ist so ein bisschen surreal, weil man dieses Vorher-Nachher-Bild einfach hat. Und wenn man sich nochmal die Bilder vor Augen ruft, wie man die Wohnung betreten hat und das jetzt sieht, dann kann man sich das nicht mehr vorstellen, dass sowas eben in der Wohnung überhaupt noch passiert ist. Auch Alexander Langfeld und Herbert Ludwig aus Kassel beseitigen die Spuren des Todes. Ein Autohaus hat sie beauftragt. In diesem Wagen hat sich ein Mann erschossen. Überall Blut. Wir vermuten, dass derjenige, der sich hier in diesem Auto erschossen hat, das von oben nach unten gemacht hat, dass die Kugel halt durch das ganze Körper durchgedrungen ist und jetzt wahrscheinlich sogar in diesem Sitz sich befindet. Das Autohaus will den Wagen verkaufen als gepflegtes Gebrauchtfahrzeug. Rund 2.500 Euro kostet die Reinigung. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir das Fahrzeug so übergeben, dass keinerlei gesundheitliche Risiken verbleiben und dass natürlich auch optisch möglichst gar keine Spuren von dem, was hier passiert ist, zu sehen sind. Neben der Reinigung ist hier auch die Desinfektion wichtig. Die Mitarbeiter tragen Schutzkleidung, sind besonders vorsichtig, um sich nicht zu gefährden. Leider wissen wir nicht, war diese Person irgendwie krank, mit irgendwelchen Viren oder Hepatitis. Das Fahrzeug des Selbstmörders. Nach der Reinigung sieht es aus wie jeder andere gepflegte Gebrauchtwagen. Selbst kaufen würden es die Tatortreiniger allerdings nicht. Wenn man das Fahrzeug im Gebrauch hat, könnte es schon sein, dass man sich immer vorstellt, Mensch, hier ist jemand zu Tode gekommen, fühlt sich doch nicht so richtig wohl daran. Der spätere Käufer erfährt nichts von der Vorgeschichte. Alles legal. Darauf muss nicht hingewiesen werden. Auch hier haben die Profis sozusagen alle Spuren verwischt. Tatortreiniger ist ein Geschäft, das boomt. Denn damit lässt sich viel Geld verdienen. Und jeder kann diesen Beruf ausüben. Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben. Klar, dass da längst nicht alle sauber arbeiten. So warnen unseriöse Anbieter beispielsweise vor Leichenbrand durch ausgetretene Körperflüssigkeiten. Purer Unsinn, sagt dieser Mediziner. Leichenbrand bezeichnet die Reste von verbrannten Leichen. Das heißt, der Begriff wird hier völlig falsch verwendet, entweder weil seine wahre Bedeutung nicht bekannt ist oder um gegenüber dem Kunden eine gewisse Dramatisierung zu erreichen. Aber abgesehen von erfundenen Gefahren gibt es besonders an Leichenfundorten auch die ganz realen. Wer kontaminierte Flächen reinigen will, muss die Hygieneregeln kennen und beachten, zum Schutz für sich und für andere. Experten fordern deshalb für Tatortreiniger eine gesetzlich vorgeschriebene Qualifikation oder zumindest Kontrollen. Tatortreiniger ist keine geschützte Berufsbezeichnung und sie verrät auch keine Qualifikation. Jeder darf sich so nennen und jeder darf das machen. Das ist aus Sicht der Gesundheitsbehörde bedenklich. Wir als Gesundheitsamt halten es für sinnvoll, dass als Qualifikation eine staatliche Anerkennung als Desinfektor und als staatlich anerkannter Schädlingsbekämpfer vorliegen sollte. Wer Tatortreiniger beauftragt, sollte also immer nach deren Qualifikation fragen. Peter Anders aus München beispielsweise hat sich in vielen Bereichen fortgebildet. Freiwillig. Sie müssen Schädlingsbekämpfer sein, Sie müssen Desinfektor sein, Sie brauchen verschiedene Sachkunden zur Desinfektion von Gebäuden. Sie müssen so ein kleines Multitalent sein. So wie Ronny Rühling aus Erfurt. Der Unfall- und Tatortreiniger schult auch Neulinge. Neben seinem festen Mitarbeiter wird ihn heute die Praktikantin Franziska Herrmann begleiten, zum ersten Mal. Die Bürokauffrau will sich beruflich verändern, hat sich deshalb für das Praktikum beworben. Ich interessiere mich allgemein für das ganze Thema. Tod gehört ja nun mal zum Leben dazu. Und es ist so, dass das immer irgendwo weiterläuft und es ist einfach irgendwo auch eine berufliche Zukunft für mich. Ich wollte jetzt einfach mal reinschnuppern und schauen, ob das wirklich was für mich ist oder nicht. Die Praktikantin hilft beim Beladen des Einsatzwagens.
Mit an Bord kommen neben der Schutzkleidung auch jede Menge Reinigungsmittel. Also wir benutzen verschiedene Desinfektionsmittel, verschiedene Geruchsneutralisierer. Ja, das sind also verschiedene Mittel, eigentlich teilweise ganz übliche Reinigungsmittel, teilweise Spezialreinigungsmittel, Desinfektionsmittel. Und was das aber im Einzelnen ist und konkret ist, das bleibt in der Branche so ein kleines Berufsgeheimnis. Heute werden vor allem Desinfektionsmittel und Geruchsneutralisierer gebraucht. Ein Obdachloser hat sich unrechtmäßig in diese leerstehende Wohnung einquartiert und ist darin gestorben. Die Todesursache unklar. Den Tatortreinigern schlägt ein übler Gestank entgegen. Der Obdachlose hat hier ohne Wasser und Strom gewohnt. In diesem Zimmer ist er auf dieser Matratze gestorben. Wie man das auch hier deutlich sehen kann, also wir sehen hier auf dem Bett Blutreste, auch teilweise andere Körperflüssigkeiten. Und es ist also von einer auch längeren Liegezeit auszugehen der Leiche. Wie das jetzt alles passiert ist und wie das genau einzeln abgelaufen ist, das ist uns nicht bekannt. Wir sind im Endeffekt nur hier, um die gesamten Spuren, ich sag mal, die der Tod hinterlassen hat, zu beseitigen. Für die Männer ist es Alltag, für die Praktikantin eine Bewährungsprobe. Also es ist noch ertragbar. Das sieht man natürlich auch nicht alle Tage, ne? Blut und Tiere und Fliegen auf dem Bett ist natürlich jetzt sehr unschön. Ja, man kann es ja noch sehen, die Blutspuren. Ja, und die Vorstellung jetzt alleine, ne? Dass hier halt einer verstorben ist, ist natürlich. Also man denkt schon drüber nach, ne? Die Tatortreiniger packen alles in Abfallbehälter. Später wird die leere Wohnung komplett desinfiziert. Auch hier will die Hausverwaltung möglichst bald wieder vermieten. Wer als Tatortreiniger arbeiten will, braucht starke Nerven. Es ist kein schönes, kein angenehmes Gefühl. Man darf darüber als Tatortreiniger aber auch nicht weiter nachdenken, weil man sowas nicht mit nach Hause nehmen möchte. Also man muss hier im Endeffekt seine Arbeit tun und da muss man sich selbst eine Grenze setzen. Sonst nimmt man das mit nach Hause und kann nachts nicht mehr ruhig schlafen. Ob dieser Job auch für die Praktikantin Franziska Herrmann der richtige ist, das wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Ihr Fazit nach dem ersten Arbeitstag? Ich wollte erst mal reinschnuppern, erst mal schauen, ist es was für mich, ist es nichts für mich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir viel Spaß macht, aber mit einer gewissen Skepsis auch natürlich. Und jetzt einfach schauen, was jetzt die Zukunft bringt. Der ehemalige Feuerwehrmann Peter Anders aus München macht diesen Job nun schon seit rund 7 Jahren. Und er hat es nie bereut. Für ihn, wie für viele seiner Kollegen, ist die Arbeit Bestätigung und Motivation zugleich. Natürlich ist es eklig. Wer sagt, Tatortreinigung ist schön, der, glaube ich, lügt sich selber an. Also auch wir kommen da an unsere Grenzen. Aber ich sehe das immer so, der Mensch lebt in einem Kreislauf und der Kreislauf muss geschlossen werden. Und wir schaffen das nach dem Tod, diesen Kreislauf zu schließen, um wieder ein Bewohnen der Wohnung möglich zu machen. Tatortreiniger kommen, wenn das Leben vorbei ist, und beseitigen die hässlichen Spuren des Todes.